TV Vorarlberg. Aktuell. Wir versuchen schon seit vielen Jahren, Auslandsvorarlberger, die erfolgreich sind, zu identifizieren, aufzuspüren, sie ins Land hereinzubringen und zumindest einmal für ein, zwei Tage sich zu treffen, mit Unternehmern im Lande und der Politik zusammenzuführen und die Frage zu stellen, wie entwickelt sich das Land, was sind die Hinweise, die man von außen geben kann, wie ist der Blick auf Vorarlberg aus dem Ausland und vor allem, was müssen wir tun, um den Standort Vorarlberg weiterzuentwickeln. Es ist jetzt interessant gewesen beim Workshop heute, was die ersten Themen waren, die wir besprochen haben. Von der Planung her ist das so, dass wir in zwei Fragen uns intensiver befassen, heute vor allem. Es geht einmal heute Vormittag um die Frage von Bildung und Innovation, insbesondere um die Frage Innovation. Und es geht am Nachmittag dann noch intensiver um die Frage künstliche Intelligenz, Digitalisierung, große Veränderung, die ansteht. Wie können wir uns darauf bestmöglich vorbereiten? Jedes Mal, wenn wir uns treffen, ein sehr fruchtbringender Dialog und sehr spannend, wie gewisse Fragen aus dem Blickwinkel internationaler Standorte beurteilt werden und damit auch ein Input und ein Impuls für unsere Arbeit gegeben wird. Diese zwei zentralen Themen, Innovation und Digitalisierung, sind sicher jene Bereiche, die von strategischer Bedeutung sind, wenn wir davon ausgehen, dass wir uns auch künftig erfolgreich entwickeln wollen. Das war eines der spannenden Ergebnisse, dass Vorarlberg, wenn es in der Lage ist, die Stärken, die es hat in Bezug auf die Werte neugierig zu sein und Neugierde zu behalten, dass das eine ganz entscheidende Grundlage ist, unser Land positiv weiterzuentwickeln. Und eine Stärke, die ich unterschätzen möchte, wäre, dass es eine verständnisvolle Politik auch in Vorarlberg gibt, wo man flexibler auf die Leute geht, wir haben das heute Morgen schon gesehen, plus loyale Bürger. Also das möchte ich schon noch erwähnen, dass das beides in Interaktion wirklich sehr gut funktioniert. Aber die größte Stärke von Vorarlberg ist wirklich, dass es eine vielfältige Wirtschaftsstruktur hat und ein sehr wettbewerbliches Umfeld ist. Und zwar wettbewerbliches Umfeld innerhalb von Vorarlberg, aber auch mit den anderen Regionen um Vorarlberg rundum. Weil in Zukunft mit künstlicher Intelligenz kann man im Grunde alles nachlesen, beziehungsweise muss man nicht einmal mehr lesen, weil die künstliche Intelligenz ja offenbar selber denkt. Aber das heißt, dass andere Faktoren wichtig werden. Interesse, Wagnis, Freundlichkeit auch, also Soft Skills. Wir brauchen kompetitive Leute, leistungsbereite Leute und das setzt natürlich nicht nur bei der Schulbildung an, sondern schon früher im Kindergarten und Kombination Kindergarten, Eltern, Schule. Im Bereich der Matura, dass man sich nicht nur auf eine Zentralmatura fokussieren sollte, so wie es jetzt der Fall ist, sondern dass es bei der Matura auch Wahlfreiheit braucht und Bildungswettbewerb bei der Matura. Was könnte das heißen? Zum Beispiel, dass man versucht, neben der Zentralmatura auch noch eine Landesmatura zu etablieren. Und nachher können die Schüler zusammen mit den Lehrern und den Eltern auswählen, ob sie jetzt Landesmatura machen oder Zentralmatura. Wir sind ja eine heterogene Gruppe, deswegen vielleicht auch ganz leichte Dissens zu einigen Dingen. Also eine Überlegung, dass die niedrige F&E-Quote vielleicht eben auch ein Grund ist für den Erfolg. Also nicht trotz der niedrigen F&E-Quote, sondern vielleicht wegen der tiefen F&E-Quote, weil sich dadurch eben die Industrie noch mehr anstrengen muss. Also knappe Mittel können eben ab und zu hilfreich sein fürs Nachdenken, für die Kreativität. Ab und zu ist das Fehlen einer Universität, einer Vorarlberger Universität, jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil. Ich persönlich bin der Meinung, dass es wahrscheinlich in der Summe mehr Vorteil als Nachteil ist, weil genau dieses Netzwerk Vorarlberg auch damit zu tun hat, dass letztlich alle hier einmal hinausgehen mussten, einen anderen Teil der Welt, des eigenen Landes oder eben darüber hinaus kennenlernen mussten. Dann zum Teil wieder zurückkommen, kommen natürlich nicht alle zurück, aber wenn die Wurzeln stark sind hier,
dann bleibt eben dieses Netzwerk erhalten und das ist dann am Schluss auch ein Vorteil für das Land. Im Zusammenhang des heutigen Themas von Innovation und Digitalisierung, das uns beschäftigt hat und beschäftigen wird, möchte ich eine Bemerkung machen über das Engagement des Landes Vorarlbergs im Ausbau der Bildungsstätten. Ein leuchtendes Beispiel dazu ist die Fachhochschule, die in Dornbirn ist. Dort ist die Zahl der Studierenden in den letzten 5 Jahren beträchtlich angestiegen und erreicht heute in diesem Jahr knapp 1300 Studierende. Der Wachstum per se ist schon erfreulich, aber was besonders bemerkenswert ist, ist die Tatsache, dass der Anteil der Studierenden, die technische Fächer belegen, überproportional gestiegen ist. Das heißt, gerade der Ruf nach mehr technisch ausgebildeten Studierenden im Land Vorarlberg wird dadurch sehr stark entgegengekommen, was natürlich für die lokale Wirtschaft von großer Bedeutung ist. Zum Tobel setzt neue Hallen der Messe Dornbirn in Szene. Am 21. Juli öffnete die Messe Dornbirn die Pforten zu ihren neu erbauten Hallen. Die Neubauten des Messequartiers vereinen die einzigartige Handschrift des Vorarlberger Architekturbüros Marte Marte und ein innovatives Beleuchtungskonzept des Vorarlberger Lichtlösungsspezialisten Zum Tobel. Gerade in der Architektur spielt Licht eine große Rolle. Mit der richtigen Beleuchtung können gänzlich unterschiedliche Wirkungen um Raumatmosphären erzielt werden, so Manuel Staudinger, Projektverantwortlicher bei der Zum Tobel Group. Gestern gegen 15.20 Uhr versuchten ein 13- und ein 16-jähriger Junge im Nahbereich der Höster Straße von einer Uferseite der Dornbirner Ache auf die andere Seite zu gelangen. Aufgrund der Regenfälle stieg zu diesem Zeitpunkt der Wasserpegel für die Jugendlichen überraschend schnell an. Der 16-Jährige konnte das gegenüberliegende Ufer gerade noch erreichen, der 13-Jährige jedoch nicht mehr. Er musste auf einem Stein, der vom Wasser umspült wurde, stehen bleiben. Die zur Hilfe gerufene Wasserrettung konnte ihn unverletzt aus dem Bachbett bergen. Am Freitag und am Samstag treffen Gaukler aus der ganzen Welt in Feldkirch zusammen und verwandeln die Straßen der Montfortstadt mit professioneller Straßenkunst in eine große Open-Air-Bühne. Von Akrobatik bis Zauberei, Musik, Clownerei und Streetart, das Gaukler-Festival zeigt an den 2 Tagen ein buntes und fröhliches Programm. Gestern Fußball geschaut. Heute früh Fußball geschaut. Am Nachmittag brasilianischen Fußball geschaut. Lampert, Fernsehen schauen, wann und wo du willst. Mit der TV-App Meine Welt unterwegs. Online und mobil bis zu 7 Tage Fernsehen nachholen und 30 Sendungen aufnehmen. Jetzt ab nur 3,90 Euro pro Monat. Alle Infos auf lampert.at. Das Wetter bei RTV Vorarlberg. Mit freundlicher Unterstützung von Wettering.at. Auch am Dienstag setzt sich das trübe und vor allem nasse Wetter fort. Es sind abermals teils kräftige Regenfälle zu erwarten. Wie auch am Montag haben die Niederschläge einen schauerartigen Charakter. So erwarten wir heute Regenmengen um die 50 mm. Die Temperaturen bleiben gedämpft bei 17 Grad. Es weht lebhafter, auf den Bergen stürmischer Wind. Wie schon am Dienstag erwartet uns auch am Mittwoch starker Regen, der den ganzen Tag durchhält. Besonders betroffen ist der Pfänderhang im Nordweststau. Hier kommen abermals um die 50 bis 60 mm zusammen. Kleinere Bäche oder Flüsse könnten über die Ufer gehen. Erst am Abend lassen die Niederschläge nach. Der Donnerstag gestaltet sich dann ein wenig freundlicher. Abgesehen von ein paar Schauern und Regen am Abend dürfte der Tag überwiegend sonnig verlaufen. 23 bis 25 Grad sind drin. Auch der Freitag zeigt sich von seiner sonnigen Seite, trotz immer wieder auftretenden Regenschauern. Das Weekend startet dann mit einigen Restwolken, die sich aber rasch auflösen und der Sonne Platz machen. Dank wolkenlosem Himmel steigt das Thermometer auf 27 Grad. Das Wetter bei RTV Vorarlberg. Mit freundlicher Unterstützung von Wettering.at.